Ich bin Nico. Und ich bin sexy. Aber nicht sportlich. Noch nicht. Denn jetzt fahre ich von Oldenburg nach Berlin mit dem Rad. Über Bremen, Hamburg und dem Elbradweg geht es in die Hauptstadt. Denn dort werde ich mich von einem Hochhaus stürzen. Aber vorher probiere ich noch andere Sportarten. Seht selbst. Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht. Bald geht es los, endlich. Vorher habe ich mir das Okay vom Arzt geholt. Dieses Unternehmen jetzt mit dem Radfahren kann ich also aus meiner Sicht als Kardiologe oder Sportmediziner eben wirklich nur loben. Und es ist eigentlich auch das Einzige, was erfolgsversprechend ist. Ne? Denn das ist so, das kennen die meisten von sich, wenn man mal versucht, irgendwie abzunehmen, das funktioniert immer nicht. Nämlich immer nur für eine bestimmte Zeit und dann hat man eigentlich das Gewicht, was man runter hatte, wieder drauf oder sogar mehr. Und das liegt auch nicht daran, dass jetzt der Einzelne da nicht geeignet wäre oder undiszipliniert oder so, sondern in dieser Gesellschaft geht es schlicht und ergreifend nicht. Und das ist nicht nur in Deutschland so, dann ist in Westeuropa so, das ist in den USA so. Und wenn man sich wissenschaftliche Untersuchungen anguckt, dann ist es so, von 10 Menschen, die erfolgreich abgenommen haben, mit welcher Form der Ernährung auch immer, 8 von denen haben das Gewicht nach 3 Jahren wieder drauf oder sind drüber. Gucken wir uns doch die 2 an, die schaffen. Was haben die anders gemacht? Das sind die, die angefangen haben, regelmäßig Sport zu treiben. Das wirklich Schöne, nach dieser Quälerei hier heute auf dem Fahrradergometer ist, die Fahrt sollte im absolut entspannten Bereich stattfinden. Wir sprechen da als Sportmediziner von Grundlagenausdauerbereich 1. Also das ist letztendlich ein Tempo, da kann man singen, da kann man, wenn man denn kann, die Glocke von Schiller aufsagen. Ich singe also, ja immer auf dem Rad. Ne? Dann ist man genau im richtigen Bereich. Wenn ich gucke, wie viel Sauerstoff kann Nico aufnehmen, dann sehe ich, das ist etwas unterdurchschnittlich. Ne? Also das ist noch nicht richtig trainiert und das wird sich jetzt aber auf dieser Tour ändern. Und der Puls war 180 und die Schwelle zum Sauerwerden war ungefähr so 170. Und dann gehe ich da deutliche Prozentzahlen runter, das heißt, das wäre so ein Puls von 120 bis 145. Das ist wirklich ein ganz entspanntes Radeln. Ne? Und das ist genau richtig. Das ist professionell. Also, wie soll man sagen, es ist noch Luft nach oben. Was für ein Wortspiel. Ich habe auch Trendsportarten auf der Tour, bei denen ich, oder andere Sportarten, lustige Sportarten, die ich immer vor Ort ausprobiere. Wie ist es denn, ist es da ebenso im Pulsbereich oder kann man bei anderen Sportarten sich total austoben oder ist es alles gleich? Das ist ja dann nicht unter dem Aspekt Training, sondern das ist ja unter dem Aspekt Spaß. Bloß eben bitte aufpassen, wenn man jetzt sagt, ich mache eine Trendsportart, wie zum Beispiel ich gehe durch einen Klettergarten und hangel mich da oben mal wie Tarzan von Ast zu Ast oder aber ich mache jetzt mal Squash oder so etwas. Das kann richtig tatsächlich nach hinten losgehen, wenn man daran nicht gewöhnt ist. Da ist die Gelenkbelastung eben das Entscheidende und das wollen wir natürlich dann nicht. Aber wenn es Spaß macht und gute Hormone sind, dann ist die ganze Tour ja super für mich. Natürlich. Ich weiß jetzt nicht, an welche Hormone gedacht wird. Glückshormone. Also Frau Drexler, also Olympiasiegerin, hat zu mir gesagt, man käme zu einem magischen Punkt, bei dem man eine Welle überwunden hätte und dann auf einmal ging es einem sehr gut. Ich zweifle noch ein bisschen dran, ob ich in Berlin super gelaunt bin, aber mal gucken. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Danke. Unterwasser-Rugby, das heißt tauchen und schnorcheln können, kann ich aber nicht. Schade. I'm a superhero, defender of the world. I'm fighting for justice and for peace. Is something strange?
Sind hier beim Unterwasser-Rugby, beim Aqua-Rugby. Was ist das überhaupt? Das ist das einzige dreidimensionale Spiel, das es auf der ganzen Welt gibt. Also das ist ein Spiel im Wasser, der Ball, und der Ball sinkt ab und die Tore stehen auf dem Grund und man kann in alle Richtungen passen. Ich habe jetzt versagt. Ich kam nicht runter. Was sind denn die Voraussetzungen, die man haben muss, um es prima zu spielen? Also man muss Spaß am Wassersport haben grundsätzlich. Natürlich muss man auch schwimmen können. Vielleicht auch Spaß haben, komisch auszusehen. Warum sieht man denn so komisch aus dabei, so außerirdisch? Naja, man braucht die Maske und den Schnorchel, um unter Wasser gucken und an der Wasseroberfläche atmen zu können und das Spiel weiter beobachten zu können. Dann braucht man auf jeden Fall die Ohrenkappen, damit man keine Pressschläge auf die Ohren kriegt. Das kann einem das Trommelfell ziemlich beschädigen, aber die Kappen schützen prima dagegen. Trifft man sich auch zu irgendwelchen Meisterschaften oder ähnliches, wo man diese Kappen groß annutzt, nutzt? Ja, wir spielen im Moment in der zweiten Liga. Wir waren erst in der ersten Liga Nord. Das ist wie eine normale Bundesliga. Die wird in Turnierform gespielt. Ja, und das Witzige beim Spiel, bei den Turnierspielen ist, dass man mit 6 gegen 6 im Wasser antritt. Wobei dann noch weitere 6 Spieler als fliegender Wechsel auf den Bänken sitzen, pro Mannschaft. Im Wasser gibt es einen Schiedsrichter, der ist mit einer Taucherflasche ausgerüstet und kann wirklich die ganze Zeit unter Wasser das Spielgeschehen verfolgen. Zwei Schiedsrichter unter Wasser und noch einer über Wasser, der als Spielleiter fungiert. Die sind alle ausgerüstet mit einer Art Drücker, die an einer Unterwasserhupe dranhängt. Die hört man auch über Wasser, sodass Signale auch überall zu hören sind, dass das Spiel wegen geringer Unsportlichkeiten oder bestenfalls wegen eines Tors unterbrochen wird. Ja, vielleicht noch interessant, der Ball ist mit Salzwasser gefüllt, sodass er mit einer definierten Geschwindigkeit, 1 Meter pro Sekunde, glaube ich, nach unten sinkt. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein brutales Spiel ist, sondern es gibt natürlich gewisse Regeln, Fouls, die man nicht machen darf, kratzen, beißen, treten, alles was wehtut, ist verboten. Man darf natürlich anfassen, aber nur den ballführenden Spieler. Dann übe ich noch ein bisschen, vielleicht bin ich bald dabei, ich danke. Nico. Ja? Wie geht es dir heute? Der Arzt sagt gut. Sehr gestresst, weil ich so wenig geschlafen habe. Das Projekt nimmt sehr viel Zeit in Kauf. In der Schule fressen wir nur noch, aber das Projekt lässt einen doch nicht schlafen. Du warst beim Arzt heute, was sagt der denn? Der Arzt sagt, ich soll langsam fahren und dann komme ich auch ans Ziel. Das ist schön. Und dann hast du heute dein Seepferdchen gemacht. So ähnlich. Männliche Seepferdchen bekommen Kinder, ich nicht. Ich habe ein bisschen im Wasser geplanscht und war natürlich sehr spitze. Die haben alle gesagt, ich war super. Wer alle? Wenn ich jetzt Namen nenne, dann wollen die Aqua Rugby war ich heute. War interessant zu sehen, wie ich alle unter Wasser sehe, aber nicht selbst hinkomme. Das hat also leider nicht geklappt. Aus Niederlagen lernt man. Und wie findest du das Aqua-Rugby? Ich finde es erstmal cool, weil da kann man sich bewegen, ohne dass man sich spürt. Es ist ein bisschen weltallmäßig und ich stehe auf Weltallzeugs. Und jetzt bist du müde? Natürlich, ich muss nach Hause. Gute Nacht, Nico. Gute Nacht, Anja.